In der Notaufnahme der Klinik am Südring ist Miriam Dietz im Einsatz. Die Ärztin bekommt es heute mit einer Sportlerin zu tun, die nach einem Zusammenbruch beim Joggen von Trainer und Laufpartnerin gebracht wird. Ja, Ärztin. Okay, gut. Einmal, ja. Okay. Können wir? Bitte rein. Ja. Oh Gott. Carmen. Mach mal die Füße. Einfach also, schnell ein bisschen beruhigen. Das ist meine beste Freundin, wir waren beim Laufen. Und wir beruhigen zusammen. Ja, aber bleiben Sie mal ganz. Ich muss genau. Ich hab Sie dazu gebracht. Okay, Ruhe jetzt. Ja. Ruhig. Bitte, können Sie was tun? Ja, wenn Sie die Ruhe bewahren, können Sie mitkommen, ja? Dankeschön. Die Begleiter waren sehr besorgt und auch sehr hektisch. Und es war am Anfang schwierig herauszufinden, was passiert ist eigentlich. Und nachdem die Situation sich dann ein bisschen beruhigt hatte, haben sie dann erzählt, dass die Patientin plötzlich mit Luftnot zusammengebrochen war beim Joggen. Und deswegen mussten wir natürlich schnellstmöglich rausfinden, woher diese Luftnot kam. Wir sind beide in der Laufgruppe und also er ist der Trainer und er ist meine beste Freundin. Und ich habe sie dazu gebracht, dass sie zum Laufen geht und jetzt ist sie zusammengebrochen. Sie macht das noch nicht so lange, obwohl sie total sportlich ist. Was heißt, sie ist zusammengebrochen? Ja, keine Ahnung, sie ist losgebrecht, total schnell auf einmal. Und dann, ich war hinter ihr, ich bin gar nicht hinterhergekommen. Dann ist sie gefallen und er hat sie schnell hochgehoben und ins Auto getragen. Sie war nicht bewusstlos? Nein, noch nicht. Also, aber sie hat, glaube ich, irgendwas verschluckt oder so. Haben Sie, warum haben Sie keinen Notarzt gerufen? Ja, ging alles so schnell. Er hat sie einfach hochgenommen und dann ins Auto geschleppt. Okay, immer mit der Ruhe. Außerdem, Ihr Vater, ich habe auch Angst, Ihr Vater, der hat irgendeinen Herzinfarkt gehabt und ist daran gestorben. Vielleicht hat sie einen Herzfehler okay, oder jetzt so. Jetzt einmal ruhig. Ich bin dran schuld. Ganz sonst ruhig. Sie gleich noch einmal den Mund halten. So, geht Ihnen jetzt was besser? Können Sie wieder sprechen? Ja, ist genau. Haben Sie Schmerzen? Nein, nur Brust ist so ein bisschen. Sie haben Probleme beim Atmen? Ja, genau. Okay, haben Sie es schon mal gehabt? Haben Sie irgendwelche Erkrankungen? Haben Sie Asthma oder sonst irgendwas? Dyspnoe kann natürlich viele Ursachen haben. Es kann eine COPD sein, es kann Asthma sein, es kann ein Hinweis sein auf einen Tumor, also auf ein Bronchialkarzinom und, oder auf eine Erkrankung des Herzens. Deswegen mussten wir jetzt erstmal rausfinden, was bei der Patientin wirklich los war. Sie nehmen keine Medikamente, nein. Können sich nicht erklären, woher das kommt. Nee, gar nicht. Ich ist auch noch nie vorher passiert. Nein, nein. Sie haben keine Allergien. Nein, gar nichts. Okay. Ich bin kerngesund. Okay, ich würde Ihnen jetzt gleich einmal die Lunge abhören. Ja. Wenn die Kollegin fertig ist, weil wenn wir hier zu dritt an Ihnen rumwurschteln. Okay. So, ja. Ist das schön, ne? Ich höre auch auf das Herz. Sie haben keine Schmerzen im Thorax? Nein, soweit. Also in der Brust? Nein, nein, nein. Es ist halt 130 zu 80 ist okay. Haben wir einen Puls? Können wir gleich ein EKG anlegen, aber ja. Ich würde Sie erst einmal abhören. Ja, ich mach das. Und ein Labor dann natürlich direkt auch. Die Blutwerte könnten einen Hinweis auf eine bisher unentdeckte Krankheit geben. Doch auch der Begleiter ist leicht verletzt, nachdem er mit der 44-Jährigen auf dem Arm gestolpert und gestürzt war. Darf ich es auch einmal abmachen und drunter gucken? Okay, da können wir, glaube ich, gleich auch einfach ein neues Pflaster draufkleben. Sieht auch nicht. Haben Sie Schmerzen? Ja, es zieht ein wenig. Okay, es zieht doch ein bisschen mehr. Können Sie es mal von alleine bewegen? Einmal den Fuß bewegen? Genau, einmal nach innen und nach außen drehen. Können Sie auftreten und nochmal laufen? Ja, das kriege ich schon noch hin. Laufen Sie mal zwei Schritte nach vorne. Ja, aber wissen Sie, das Bein mal an. Ja, mache ich, aber ich muss ziemlich gerade mal umbellen. Ja, wissen Sie was, aber ich mache Ihnen mal gerade ein Pflaster auf die Hand, ja, weil sonst haben wir hier überall Sachen. Ich fühle mich gerade echt nicht so dolle. Ja gut, das ist jetzt für uns nicht so dramatisch. Ja, für Sie aber, wissen Sie, ich bin schon sehr eigen, was das betrifft. Oh. Können Sie sich auch gerne wieder hinsetzen. Ja, setzen Sie sich mal dabei hin, das macht vielleicht auch Sinn. Vielleicht machen wir gleich auch noch eine Bildgebung mal vom Knie, wenn er schon mal hier ist. Ja, okay. Dann gucken wir uns das einmal an. Ist mit der Luft wieder schlimmer geworden? Alles gut. Was ist los? Alles, nein, alles gut. Es ist alles gut. Alles wieder, alles gut. Sicher, geht, ja? Ja, ja, ja. Es piest ja schon. Ist, ja, das Gerät fährt nur hoch, keine Sorge. Ist okay. Ja, ja, ganz wirklich, ruhig, wirklich. Ne? Ich habe mir dann den Trainer kurz angeguckt, der leichte Abschürfungen an den Händen und am Knie hatte, schien aber nicht wirklich verletzt zu sein. Dieser bestand dann darauf, sich das T-Shirt zu wechseln, weil er so geschwitzt war. Und daraufhin bekam unsere Patientin wieder Luftnot. Und da hatte ich schon so eine Vermutung, was da los sein könnte. Es geht schon hoch, ne? Bei 120. Ja. Bisschen Tapikar. Ich haben Sie ein bisschen Herzrasen? Wir können ja tauschen. Ja. Es ist aber alles wieder okay. Also ich kriege wieder. Okay. Haben Sie sonst irgendwo Schmerzen? Sie sind ja gestürzt. Mein Fuß ein bisschen unten der Knöchel. Ich bin beim Stürzen ein bisschen umgeknickt, der rechte. Ja, ja.
auf der rechten Seite. Ich ziehe mal die Schuhe aus, okay, sonst kann ich das nicht sehen. Sonst haben Sie keine Schmerzen. Sie sind nicht auf den Kopf gefallen. Nein. Ihnen ist nicht schwindelig? Nein, auch nicht. Nur die rechte. Nur die rechte. Ich bin da umgeknickt, als ich hingefallen bin. Da habe ich nur gemerkt, ach, dass es da ein bisschen wehtut. Ja. Ah, ja. Weh, was heißt weh? Unangenehm. Okay, gut. Dann machen wir nicht nur ein Röntgen von der Lunge, sondern auch vom Knöchel. Okay. Den Knöchel bitte auch. Okay. Also, aber wenn die da ist, können die direkt zwei Bilder machen, bitte. Was hinter der Atemnot und den Fußschmerzen der Sportlerin steckt, wird nun in der Radiologie untersucht. In der Zwischenzeit kümmert sich die Ärztin um einen weiteren Patienten mit Sportverletzung. Zumindest laut der Geschichte, die der Teenager anfangs erzählt. Dietz ist mein Name. Ich bin die Mutter. Genau, ich bin die diensthabende Ärztin hier. Wie alt bist du? Ich bin 15. Okay, darf deine Mama hier sein? Ja, das ist okay. Okay, dann erzähl, was passiert ist. Ja, ich weiß nicht, beim Fußballspielen, da habe ich halt mich beim Grätschen verletzt. Hast dich beim Grätschen verletzt? Darf ich mir das mal angucken? Ja. Sie sind zu gefährlich für Fußballspielen. Ja, die hauen sich und kloppen sich auf dem Feld mehr als das Fußballspielen. Na, er ist 15 Jahre alt. Gut. Ja, ich hab ja gesagt, er soll nachkommen. Wie ist das passiert? Ja, wie gesagt, beim Grätschen halt. Beim Grätschen, wie hast du das denn gemacht? Ja, es hat dann. Ich wollte den Ball halt einfach holen und dann. Das sieht aber komisch aus. Er sieht eher ein bisschen verbrannt aus. Ja. Aber dann war es die Rasenheizung. Oder. Kunstrasenplatz oder was? Ist auf jeden Fall vom Fußball. Die Rasenheizung. Okay. Kai hat erzählt, er hätte sich beim Fußballtraining die Verletzung zugezogen, bei einer Grätsche. Von meinem Freund weiß ich, was eine Grätsche ist. Und war relativ klar, als ich das gesehen habe, dass diese Verletzung nicht davon kommen kann. Das ist doch niemals mit dem Schuh oder so. Okay, wie ist also jetzt mal ehrlich, ne? Was hast du gemacht? Ich wollte nicht, dass meine Mutter das erfährt, aber ich habe mir Papas Ishisha geklaut. Das. Und dann? Diese E-Zigaretten? Ja, genau. Und die. Rauchst du denn eigentlich? Nein, Fußball ist wirklich alles für mich und deswegen will ich nicht mit dem richtigen Rauchen anfangen. Und dann dachtest du, ich hast eine gute Alternative? Ja, ich habe gehört, das ist gesünder. Ist das jetzt dein Ernst? Die ist dann halt in meiner Hose explodiert. Ich habe deinem Vater schon gesagt, diese Billigscheiße soll man nicht nehmen, aber nein, er musste dieses Billigteil kaufen. Mama, du weißt doch, alle meine Freunde, die rauchen, die kippen. Und ich denke mir halt als Sportler, weil Rauchen ist so oder so Mist. Ja, aber ich dachte mir, die anderen machen das auch alle. Und ja, aber wenn die anderen von der Brücke springen, springst du auch nicht hinterher. Ja, aber ich dachte, es wäre auch gesünder als aber das Kippen ist so eine Zigarette, macht doch die sowas Verletzung nicht. Die Verletzung kommt doch nicht einfach von der E-Kippe. Ist da irgendwas mit passiert? In die Tasche getan, ne? Ja, und die. Hat sie nicht dann ausgemacht? Nein, die ist einfach explodiert. Es hat laut geknallt und. Explodiert? Was ist denn mit deiner Hose passiert? Aber ja, die Hose ist heile, wie geht das denn? Ich dachte, das ist nicht die Hose, die du vorhin anhattest. Ja, ich wollte dir das nicht sagen. Ich hatte meine Kurzhose an und dann habe ich die direkt angezogen, damit du es nicht merkst. Wenigstens clever, ne? Erstmal ein bisschen vertuscht. Okay, um ehrlich zu sein, hattest du ziemlich Glück, ne? Also ich weiß nicht, ich habe noch nie eine Verletzung durch eine explodierte E-Zigarette gesehen. Das ist jetzt nicht so häufig, weil das gibt es auch noch nicht so lange. Aber wenn ich mir vorstelle, so ein Ding in deiner Hose explodiert, hast du noch mal Glück gehabt. Ja, das sind oberflächliche Verbrennungen, ne? Das heilt auch wieder ab, das ist gar kein Problem. Das ist nichts Schlimmes. Wir haben Kais Wunden einfach nur steril abgedeckt und verbunden. Das wird von alleine wieder heilen, er wird auch keine Narben zurückbehalten und dann sollte sich das sein Hausarzt in 2-3 Tagen noch mal angucken und das war's. Ja, ich gehe jetzt. Okay, ich gut. Ja. Mir geht's wieder schlechter. Dann einmal bitte. Ja, bitte. Ganz ruhig, ja? Können wir direkt Sauerstoff haben? Hat das jetzt auf dem Weg angefangen? Ja, das hat. Einmal machen Sie mal die Arme zurück. Genau. Und langsam atmen. Lass sie ruhig sitzen. Die Joggerin wurde wegen Atemnot von ihrer besten Freundin in die Klinik gebracht. Doch nach der radiologischen Untersuchung hat sich ihr Zustand aus bisher unbekannten Gründen plötzlich wieder verschlimmert. Schwester Mila hat jedoch etwas Wichtiges beobachtet. Also ich weiß halt nicht, wir waren gerade im Röntgen gewesen, da war alles in Ordnung.
Und wie wir fertig waren, da kam halt die Reinigungskraft und die hat halt da gewischt und mit Raumdeo gesprüht. Ja. Ich weiß nicht, ob das das ausgelöst ja, hat, weil dann wurde es schlimmer und ja, und jetzt ging es halt los. Ach, ja. Wahrscheinlich kommt es davon. Wir haben der Patientin erneut Sauerstoff zugeführt. Wir mussten sie beruhigen und ja, die Ärztin hatte dann noch angeordnet, eine Inhalationsmaske aufzusetzen. Dadurch wurde die Luft schnell besser. Ich vermute, das habe ich ehrlich gesagt eben schon vermutet, weil man, wenn man ihre Lunge abhört, hat man eben gehört, dass sie ein bisschen länger für die Ausatmung gebraucht haben. Ja. Und man hat ein leichtes Geräusch gehört. Das nennt man Stridor. Okay. Das ist ein Zeichen für einen Asthmaanfall. Also, dass sie einen Asthmaanfall hatten eben. So, ich wollte ihnen eben aber kein Medikament geben, weil das ja mit dem Sauerstoff schon besser geworden ist. Und ich eigentlich erst das Röntgenbild von der Lunge abwarten wollte. Aber jetzt gucken wir, ob es hilft. Und wenn es jetzt besser wird durch das Medikament, können wir uns schon fast sicher sein. Das ist auf jeden Fall. Ich kriege jetzt schon wieder. Das hat sich genauso angefühlt. Wahrscheinlich wurde das ausgelöst durch das Raumspray eben. Ja, und beim Joggen? Warum beim Joggen? Sie ist doch die ganze Zeit schon gejoggt. Ja, ein Asthmaanfall kann durch alles ausgelöst werden. Wahrscheinlich kamen hier einfach mehrere Faktoren zusammen, dass die Patientin sich sehr verausgabt hat, überanstrengt, dann natürlich aufgeregt war und dann auch noch kalt und neblig war, was die Lunge dann gereizt hat und deswegen dieser Asthmaanfall aufgetreten ist. Also sie darf auch wieder joggen und alles, gar kein Problem. Sie kriegen von uns ein Notfallspray mit. Aber muss sie ich das jetzt jeden Tag machen? Nein, Sie müssen das nicht jeden Tag machen. Ich meine, es war Ihr erster Asthmaanfall. Sie bleiben jetzt erstmal 48 Stunden hier. Dann beobachten wir Sie auf Normalstation. Morgen würde ich gerne einen Lungenfunktionstest machen, um zu gucken, wie die Lunge funktioniert. Und Sie zum Echo schicken, dass die Kardiologen sich einmal das Herz angucken. Einfach nur der Vollständigkeit halber, nicht weil ich denke, Sie haben was am Herzen. Ich bin ja schon mal beruhigt. Genau, ich guck mir die Röntgenbilder jetzt noch an von Ihrem Bein und von der Lunge. Okay. Und dann können Sie gleich auf Station gehen. Okay. Gucken Sie mal, wer da am Fenster steht. Darf er reinkommen? Nein, nein. Nicht? Warum? Jetzt, ich muss Ihnen da noch was sagen. Das ist mir so peinlich von ihm sonst. Ich habe ein bisschen übertrieben beim Laufen. Ich habe mich total verausgabt, weil ich ihm imponieren wollte, weil ich mich halt in ihn verknallt habe. Und dann deshalb ist so ein bisschen schneller. Ja, die ist weggeflitzt wie eine wilde Hummel. Ja, muss mir halt umgehen. Hast du mir noch gar nicht erzählt. Ist ja nicht schlimm. Vielleicht gehen Sie demnächst mal zwei joggen. Spazieren. Ne? Oder spazieren erst mal. Nicht, dass Sie wieder ventilieren oder so. Genau, weil Sie alleine sind. Gehen Sie doch mal. Also ganz easy, ne? Wenn er dabei ist. Genau. Okay. Soll ich ihm sagen, er soll draußen warten? Oder ja, jetzt kann er ruhig reinkommen. Okay. Ich gucke einmal kurz auf die Bilder. Mann. Für uns war dann klar, dass es ein Asthmaanfall ist und dass das natürlich auch durch extreme Anstrengung und Nebel ausgelöst werden kann, ist klar. Denn sie hat sich ja sehr verausgabt, um ihren Trainer zu beeindrucken. Mit den beiden ist alles in Ordnung, bei beiden von Ihnen? Ja. Das heißt, Sie dürfen nach Hause gehen gleich, Sie gehen auf Station. Das Röntgenbild von der Lunge ist noch nicht da. Ich rufe gleich mal den Radiologen an und frage. Und dann kommt der Arzt auf Station zu Ihnen, okay? Okay. Durch das schnelle Laufen und den morgendlichen Nebel war die Lunge so gereizt, dass die 44-Jährige wegen Luftnot zusammenbrach. Ihr Herz war unauffällig und sie wurde zwei Tage später entlassen. Dank Asthma-Spray kann sie weiterhin joggen.